stimmt. Die Bibliothek ist fast menschenleer. Nur Herr Ferres ist da, die Nase in einem dicken Schmöker vergraben. Sie ist nicht da. Ja, suchen wir woanders. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht im Keller ist. Nein. Oder sowas wie in der Turnhalle. Also in der unser Unterricht etwa. Etwas chaotisch. Ich hoffe, das wird nicht zu schwierig für sie. Moment, läuft es gar nicht schlecht. Es gibt sogar ein paar Talente und nette Überraschungen. Umso besser, das freut mich. Flüster, von mir spricht er jedenfalls nicht. Mein Farbkreis sah aus wie Babybrei. Ich musste mir auf die Lippen beißen, um nicht zu lachen. Klassenzimmer B? Nee. Schülervertretung? Nee. Herr Mio gewundert. Turnhalle? Boris sprach gerade mit einer Gruppe Elftklässler. Wer hat das Volleyballnetz zerrissen? Oh weh, redet etwa von dem Netz, das wir vor einiger Zeit mit Pia kaputt gemacht haben? Peggy, lass uns gehen! Was ist denn los? Willst du nicht in den Umkleiden nachsehen? Doch, schon, aber schnell. Aber wo steckt sie? Oder wo versteckt sie sich? Ich kann mir denken, dass sie nicht allzu versessen auf unsere Hilfe ist. Wart mal, pst. Ich wusste, dass sie in der Umkleide ist. Sie legt einen Finger auf die Lippen und spitzt die Ohren. Hörst du nichts? Nein. Aber als ich lauschte, vernahm ich schließlich kaum wahrnehmbare Geräusche. Jemand wimmerte doch. Wir tauschten einen Blick, stille Einverständnis und schlichen dann zu den Duschen. Wer ist da? Frau Delany hat uns aufgetragen, dich zur Krankenstation zu bringen. Nein, haut ab. Ich muss nicht zur Krankenschwester. Ich will einfach nur alleine sein. Mach dich nicht lächerlich. Wir werden dich in diesem Zustand auf keinen Fall alleine lassen. Ich muss nachdenken, mir überlegen, was ich Sam sage. Sam? Peggy. Samuel, ich meine... Ihr findet es ja sowieso heraus, er ist mein Freund. Er ist der Grund, weshalb Amber sich so über dich lustig macht? Plötzlich versteift sich Carla und sah Peggy aus tränenverhangenen Augen an. Du, hau ab! Was... Ich weiß genau, was du vorhast. Du willst einen Artikel über mich schreiben. Sie fing erneut an zu schluchzen. Wein doch nicht so. Peggy hat es versprochen, dass nichts davon in die Schülerzeitung kommt. Nicht wahr, Peggy? Ich warf ihr einen eindringlichen Blick zu. Natürlich, mein Ehrenwort. Was ihr auch denken mögt, es ist nicht mein Ziel, andere Leute leiden zu lassen. Ich... Du... Ich will mit Sam zusammen sein, aber ich will nicht, dass Amber sich von mir abwendet. Sie begann so heftig zu heulen, dass ich schon Angst bekam. Sie könnte eine Panikattacke erleiden. Es erinnerte mich an den Tag des Unfalls im Bioraum. Na los, wir werden nicht hier bleiben. Du brauchst frische Luft. Ich will nicht raus. Da sind Leute. Alle werden sich über mich lustig machen. Die haben alle Unterricht. Komm schon. Ich zog sie entschlossen am Arm. Wir traten auf den Hof hinaus, gefolgt von Peggy. Wir gingen ein paar Minuten in der Hoffnung, es würde Carla beruhigen. Das Bild sah irgendwie komisch aus. Ihr Schluchzen verebbte nach und nach. Ich kann Sam einfach nicht verlassen, das schaffe ich nicht. Niemand verlangt das von dir. Du alleine solltest entscheiden, mit wem du deine Zeit verbringst. Nur zur Zeit wäre Abhängen mit Amber das Dümmste, das du machen kannst, wenn du meine Meinung hören willst. Ich kenne deinen Samuel zwar nicht, aber naja, er kann kaum schlimmer sein als Amber. Ich verstehe nicht. Dann erklär's uns. Was findest du in Amber so unwiderstehlich? Sie hat so viel Ausstrahlung. Wie? Hä? Sie macht ja wohl Witze. Ihr könnt es abstreiten, aber eigentlich sagt ihr das nur, weil ihr sie nicht mögt. Jemand wie Amber lässt die Leute nicht kalt, wenigstens ist sie keine Mitläuferin. Willst du uns damit irgendwas sagen? Ich fing Carlas Blick auf. Meinst du etwa mich damit? Sie zuckte die Schultern. Ich werde meine Mutter anrufen und fragen, ob sie mich abholen kommt, damit du keine Fragen mehr beantworten musst.
Du solltest trotzdem vorher noch mal ins Büro der Direktorin. Ja, das mache ich. Sie wandte sich ab. Für einen kurzen Moment dachte ich, sie würde gehen, ohne noch ein Wort zu uns zu sagen. Und danke, dass ihr mich suchen gekommen seid. Carla sagt danke, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Keine Ursache, das ist selbstverständlich. Ja, geh nach Hause und ruh dich aus. Sie zuckte und nickte uns zu, ehe sie davon ging. Sie zuckte uns zu. Ich verbrachte den Großteil des Tages damit, darüber nachzudenken. Embers Verhalten und Carlas Verzweiflung ließen mich alles andere als kalt. Doch es schien mir geradezu lachhaft verglichen mit dem, was Lysander und ich durchmachten. Wenn der Unfall nicht geschehen wäre, hätte ich mich bestimmt zu unserem geheimen Beziehung beglückwünscht. Ich hasse es, wie manche Leute Pärchen in ihrer Umgebung denunzieren. Aber heute würde ich tausendmal lieber in Carlas Haut stecken, als in meiner eigenen. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mich noch nie so einsam gefühlt. Zumal ich mit Rosa immer noch nicht Tacheles geredet habe. Es wäre vielleicht Zeit, das nachzuholen. Boah, ist die Episode lang. Da meine Strafe nun vorüber scheint, kann ich sie ja zum Übernachten zu mir nach Hause einladen. Das würde uns bestimmt gut tun. Ich muss sie finden, bevor ich nach Hause gehe. Okay. Boah, kriegen wir kein Episodenbild mit Lysander? Dann bin ich echt angenervt. Nun, ich hoffe, du hast mein Meisterwerk in deinem Wohnzimmer aufgehängt. Natürlich, meine Eltern waren von der raffinierten Linienführung besonders angetan. Nein. Aber ich hab's in meinen Spind gehängt. Du lieber Gott, nein, so weit kommt's noch. Du musst ja einen furchtbaren Geschmack haben. Hallo, mein Geschmack ist einzigartig. Ja, du siehst, da sieht man ja, jeder kann das schaffen. Du meinst, weil ich ein hoffnungsloser Fall war? Oh. Schmoll doch nicht, du hast gerade keinen Grund dazu. Dein Rückstand hast du mit unglaublichem Tempo aufgeholt. Und vor allem habe ich die miese Laune meines Lehrers überlebt. Ich sagte, du brauchst nicht so zu schmollen. Nicht, dass du dein Ego aufplustern sollst. Achte lieber auf deine Wortwahl. Ach so, er maßregelt sie schon wieder. Die Sau. Ich mach doch Spaß. Du hast auch ganz schön Fortschritte gemacht. Oh, ich sehe eine zukünftige Love Story. Ach ja, und was für Fortschritte? Du bist viel gechillter als vorher, also übelst. Oh. Nun denn, ich freue mich übelst, das zu hören. Geil. Wenn mir mal einer gesagt hätte, dass du so reden wirst, ich hätte es ja nicht geglaubt. Ich unterdrücke ein Lachen. Wenigstens bei denen läuft alles gut. Ich freue mich für Kim. Da war ich, glaube ich, schon, ne? Richtig dumm. Mit der rede ich besser nicht. Ich traue ihr immer weniger. Ich frage mich, ob nicht sie hinter diesem Komplott gegen Carla steckt. Ja, die scheint wirklich böse zu sein. Emma scheint auf sie zu hören. Kastiel! Ich finde, du bist in letzter Zeit ziemlich oft hier. Kann sein, und das ist meine Sache. Okay, hast du vielleicht Rosa gesehen? Stell dir vor, sie war hier, als ich runterkam. Schien nicht gerade in Hochform zu sein. Oh nein. Ich glaube, es ist wegen Lysander. Es ist eigenartig. Ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Geschichte so mitnehmen würde. Ich meine, natürlich weiß ich, dass sie einander zwangsläufig ab und zu über den Weg laufen. Immerhin ist sie mit seinem Bruderherz zusammen, aber das... Naja, ich blick da nicht durch und werde mich auch nicht einmischen. Was willst du damit sagen? Ich finde es einfach komisch. Ich kenne Lysander. Er öffnet sich niemandem so leicht. Ich hatte nicht erwartet, dass sie einander so nahe stehen. So niedergeschlagen wie sie ist, könnte man meinen... Was? Du gibst auch echt nie Ruhe. Ich will damit sagen, wenn man nicht weiß, dass sie mit Lay zusammen ist, könnte man von außen betrachtet auf die Idee kommen, sie hätte was mit Lysander am Laufen. Finger in die Wunde und dann noch Salz reingestreut. Ich begann nervös zu lachen. Ich sehe nicht ganz, was daran witzig sein soll. Nein, es ist nur, das ist lächerlich.
Dieses Gespräch artet langsam aus. Ich sollte Rosa weitersuchen. Je eher ich mich mit ihr ausspreche, desto eher kann ich aufhören, irgendwelche Filme zu schieben. Good to know. Hey, ihr zwei, habt ihr zufällig Rosa gesehen? Nein, tut mir leid. Hat Alex dir eigentlich gesagt, dass er uns alle mal zusammentrommelt will, um abends wegzugehen? Nein, aber wir hatten heute auch nicht viel Gelegenheit zu reden. Ich weiß nicht, was er sonst noch ausgeheckt wird, aber ich befürchte das Schlimmste. Ich finde Armins Aussehen erträglicher als das von Alexi. Alexi geht echt gar nicht. Ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen zu enthusiastisch. Ehrlich gesagt ist er mir. Was macht ihr beiden? Naja, wir suchen Alexi gerade. Okay, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Hallo? Rosa? Hey, Ivy, hey! Ich habe zu Vio gesagt, dass wir uns unbedingt mal außerhalb der Schule treffen sollten. Wie damals, als wir das Picknick gemacht haben. Nur diesmal sollten wir die Jungs überreden, auch zu kommen. Für mich hängt es davon ab, was wir unternehmen. Ja klar, gute Idee. Hast du keinen Hausarrest mehr? Haha, nein, meine Strafe ist aufgehoben. Cool, dann steht das also. Ja, aber gerade suche ich Rosa. Oh, aber wann dann? Bald. Hallo? Rosa? Rosalia? Oh, wo ist die Bitch? Hallo? Boah. Artet hier aus. Hallo? Unglaublich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Um Himmels. Oh, Wunder, da ist sie ja endlich. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Oh, hallo. Sie sah mich unschlüssig an. Also lass uns ehrlich sein, es steht etwas zwischen uns seit dem Krankenhaus, ja. Und ich muss dir sagen, dass ich nicht sehr gerne damit klarkomme. Ich auch nicht. Wir sahen einander traurig an. Ich denke, wir sollten reden. Ich denke, wir sollten reden. Das haben sie gleichzeitig gesagt. Als wir im Chor gesprochen hatten, lockerte die Stimmung etwas auf. Ich wollte dich einladen, heute bei mir zu schlafen, wenn du Lust hast. Das täte uns mal gut. Ich komme gerne. Ich muss nur noch kurz bei mir vorbei und meine Sachen holen. Wann soll ich bei dir aufschlagen? Komm doch gegen 20 Uhr zum Abendessen. So habe ich etwas Zeit, meine Eltern vorzuwarnen. Du brauchst nicht einkaufen zu gehen. Ich kümmere mich um das Essen. Konzentriere dich lieber auf deine Eltern. Das dürfte schon schwer genug werden. Oh, habe ich dir das nicht erzählt? Meine Strafe ist vorbei. Das dürfte klar gehen. Umso besser. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über deine Einladung. Das wird super. Dann bis nachher. Ja, seltsamerweise fühle ich mich schon besser, obwohl ich noch nichts getan habe, als sie einzuladen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Rest des Abends genauso gut verläuft. Ich muss nur noch nach Hause und es meinen Eltern sagen. Diesmal können sie schlecht Nein sagen. Alter, ich glaube die Episode... Oh, die Direktorin führt Kiki aus. Wuff, wuff, das gibt's doch nicht. Hat Kiki mich tatsächlich wiedererkannt? Nichts wie weg. Ich glaube, die Episode ist gleich vorbei und da bin ich krass enttäuscht, weil es ungefähr no progress gegeben hat mit Lysander. Also nicht so, dass ich zufrieden bin. Guten Abend, Schatz. Hallo, Papa. Hattest du einen guten Tag? Ganz schön anstrengend, aber produktiv. Und deiner? Aufregend. Teenager-Kram eben. Kann ich mir vorstellen. Apropos, da wir Teenager uns nach einem ereignisreichen Tag unbedingt mit jemandem austauschen sollen, habe ich mich gefragt, ob du mir einen Gefallen tun könntest.
Lass mich raten, gleich wirst du versuchen, mich weich zu klopfen. Mein allerliebster Papi, dürfte ich bitte, bitte meine Freundin Rosalia zum Essen einladen und hier übernachten lassen? Ich schenkte ihm mein reizendstes Lächeln. Boah, Zungenbrecher. Du kleines Schlitzohr, ich begann zu lachen. Nun ja, da es unter der Woche ist, frag besser noch deine Mutter, aber ich für mich sehe da kein Problem. Problem weswegen? Ich würde heute gerne Rosa einladen. Aber sicher, sie ist herzlich willkommen. Super, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass sich der Sturm zwischen meinen Eltern und mir definitiv gelegt hat. Wenn das nur der Beginn einer glücklicheren Phase bedeuten würde. Rosa kam wie geplant um 20 Uhr schwer mit Essen beladen. Hast du das alles gekocht? Denkst du? Lay kennt einen sehr guten Feinkostverkäufer, der sich, sie sind befreundet. Du wirst sehen, alles ist super lecker. Wir aßen gemeinsam mit meinen Eltern, die die Gelegenheit nutzten, mit Rosa ins Gespräch zu kommen. Ich frage mich immer noch, also wir sind ja alle 16, so, ne? Aber wie alt ist Lay? Ich meine, wenn der ein eigenes Geschäft hat und so, ist der doch schon bestimmt so 22, 23? Ist das nicht illegal dann? Ich habe den Eindruck, dass sie sich gerne mögen. Wer könnte Rosa nicht mögen? Wir halfen beim Abräumen und gingen dann hoch in mein Zimmer. Kann ich mich im Badezimmer umziehen? Natürlich, ich ziehe mich in der Zwischenzeit hier um. Okay, bis gleich. Ich bin zu meinem Kleiderschrank. Ich werde den Pyjama anziehen, den ich für die Übernachtung bei Nathaniel gekauft habe. Ich weiß zwar, dass Rosalia ihn hasst, aber ich liebe ihn. Ich werde den Pyjama anziehen, den ich für die Übernachtung bei Nathaniel gekauft habe. Ich weiß zwar, dass Rosa ihn hasst, aber ich liebe ihn. Ach so. Muss ich das jetzt machen? Den hatte ich, ne? So. Was ist das denn? Hä? What? Aber das ist der doch, oder? Doch, das ist der. Was ist denn los hier? Ich nehme was anderes dazu an, oder darf ich die Perücke nicht aufziehen, oder wie? Doch, klar. Okay, ich versuch's mal ohne. Hä? Hatte ich doch einen anderen Pyjama? Nein, das ist das Shirt von ganz, ganz am Anfang. Ach, das war das, ne? Der komische Rotz. War aber ohne Accessoire, kein Kleid, keine Schuhe. Ne? Ich weiß nicht, fehlt da jetzt noch irgendwas? Alter, krasse Challenge hier, dass man sich erinnern muss, welchen Pyjama man getragen hat. Ich hoffe, dass das jetzt complete ist. Ah, endlich. Ich machte mich also bettfertig. Wofür war denn dann der Pyjama, den ich eben anhatte, nochmal? Egal. Ich machte mich also bettfertig. Kurze Zeit später kam Rosa ins Zimmer zurück. Ich weiß, was du sagen willst. Doch nicht dein Kinderschlafanzug. Oh, doch. Grrr, eines Tages kaufe ich dir ein schickes Nachthemd.
Wir setzen uns auf die Bettkante. Ah, okay, ich verstehe. Also, wenn man das eine Outfit gewählt hat, hat man das Carla-Bild gekriegt. Und wenn man den Pyjama genommen hätte, hätte man jetzt ein Bild gekriegt, vielleicht. Oder zumindest ihr Wohlwollen. Wir setzen uns auf eine Bettkante. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es tut mir leid. Bitte? Es tut mir leid, dass du wegen mir so viel Kummer hast mit Lysander. Wovon sprichst du denn? Durch diesen Unfall, du hättest nicht erfahren sollen, was er vielleicht mal für mich empfunden hat. Aber all das gehört der Vergangenheit an. Er will mit dir zusammen sein. Er hat mir zuvor schon gesagt, wie sehr er an dir hing, vor dem Unfall. Ist das dein Ernst? Nun bin ich auch den Tränen nah. Reiß dich zusammen, Mami. Er war sehr besorgt wegen der Sache mit seinem Vater. Er hat gemerkt, dass du misstrauisch wurdest, aber er wollte dich vor all dem beschützen. Darum hat er dir nichts erzählt. Vor Betroffenheit habe ich einen Kloß im Hals. Ja, mir geht's ähnlich. Lysander, er hätte mit mir reden sollen. Ich wollte ihm bloß helfen. Wenn man zusammen ist, stellt man sich solche Herausforderungen doch gemeinsam. Dieses Gesicht ist ja ganz neu bei Rosa. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er hat Ausflüchte gesucht, dass eure Beziehung noch im Anfangsstadium sei und der richtige Moment noch nicht gekommen. Ich schüttel den Kopf. Er vertraut uns nicht. Meh. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Du sollst nur wissen, dass er in der Vergangenheit sehr an mir hing, aber ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Ich wollte persönlich immer mit Lay zusammen sein, aber Lysander ist ein treuer Freund für mich, fast wie ein Bruder. Und wenn er sein Gedächtnis wieder erlangt, wird er das ganz sicher auch so sehen. Sie brach ab, sichtlich niedergeschlagen. Und wenn er sich erinnert, das muss er einfach. Was das angeht, was? Das ist einer der Gründe, weshalb ich dich heute Abend treffen wollte. Ich muss dir etwas erzählen. Sag schon. Ich berichtete es ihr in Einzelheiten von meiner Idee, das Notizbuch ins Krankenhaus zu bringen, den auf darauffolgenden Fiasko meiner Rückkehr ins Krankenhaus und der schlagartigen Veränderung, die ich bei Sander gesehen zu haben glaubte. Oh mein Gott, glaubst du wirklich das? Ich wüsste es wirklich nur zu gerne mit Sicherheit, aber dieses fürchterliche Krankenschwester hat mich rausgeworfen, bevor ich Lysander noch irgendwie fragen konnte. Aber wissen Lay und seine Mutter darüber Bescheid? Wir sollten ihnen besser keine falsche Hoffnung machen. Ich nehme an, dass sie ihn bald besuchen werden. Sie mussten heute Abend zu ihm. Komisch, dass Lay mir nichts erzählt hat. Willst du versuchen, ihn anzurufen? Sie nickte. Sie stand vom Bett auf, das Handy ins Ohr gepresst und begann auf und ab zu gehen. Das gibt's doch nicht. Er geht nicht ran. Wieso geht er nicht ran? Nur die Ruhe. Vielleicht gab es ein Problem mit seinem Telefon. Oh Gott, jetzt ist der Vater gestorben, vielleicht. Hör mal, lass uns das morgen klären. Heute Abend machen wir uns gemütlich und versuchen, eine schöne Zeit zu verbringen. Aber macht dich das nicht verrückt? Doch, mich persönlich schon. Diese Ungewissheit darüber, ob seine Erinnerungen wirklich wiedergekehrt sind? Doch, das beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Ich verstehe auch nicht, warum wir nicht besuchen gegangen sind heute. Aber es ist schon spät. Entweder tat er sich erinnern, dann braucht er etwas Zeit, gewisse Informationen zu verdauen. Oder er hat sich nicht erinnert. Dann kann ich momentan auch nicht weiter für ihn tun. Aber er ist dein Freund. Willst du nicht wissen, woran du bist? Natürlich, klar, aber gerade fehlt mir vor allem etwas Zeit mit meiner besten Freundin. Oh, sie stürzt sich regelrecht auf mich, um mich in die Arme zu schließen. Es ist krass, ich habe den Eindruck, dass unsere Rollen heute vertauscht sind. Du rückst mich zurecht und ich brauche Zuspruch. So ist das, wenn man befreundet ist, meinst du nicht? Es darf nicht immer einseitig sein. Süß. Da hast du recht. Von da an war die Stimmung merklich entspannter. Unsere Unterhaltung wandte sich alltäglichen Themen zu. Ich erzählte ihr, was ich über Carla und Samuel wusste. Wie sieht Carlas Freund denn aus? Ich will einfach nicht glauben, dass er so komisch ist, aber wie Amber und Charlotte behaupten. Naja, es stimmt schon, er sieht ziemlich jung aus und sein Look ist originell. Ich finde, er sieht nett aus. Jedenfalls habe ich Carla noch nie so mit jemandem umgehen sehen. Also mein Typ ist er nicht, aber du weißt ja, was man über Geschmäcker sagt. Ich nehme B. Ich finde alles andere so judging. Ah, verstehe, er ist süß. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ihn kaum gesehen. Wer weiß, vielleicht werden wir ihn noch öfter
über den Weg laufen. Das bezweifle ich. Wir sprechen immerhin über Carlas Freund. Am Ende öffnet diese Geschichte ihr noch die Augen in Bezug auf Amber. Das hört sich, dann hört sie auf, ihr nachzulaufen und hängt stattdessen mit netten Leuten ab. Zum Beispiel mit uns. Denkst du nicht, dass du ein paar Dinge vorwegnimmst? Carla hat mich nie gemocht. Ich bezweifle, dass sie sich von heute auf morgen für mich erwärmt. Du sagst sie, du hast sie bei dieser Sache doch ein wenig unterstützt. Das stimmt schon, aber sowas reicht nicht. Monate voller voller verbaler Spitzfindigkeiten aufzuwiegen. Rosa zuckte die Schultern. Ich weiß nicht, ich bin dennoch überzeugt, dass sie sich durch die Geschichte weiterentwickelt wird. Alles ist möglich. Jedenfalls überrascht mich, dass sie einen Freund hat. Vor allen Mädchen in unserer Klasse hätte ich nicht auf sie gewettet. Stimmt, auf wen hättest du stattdessen gewettet? Amber, ich verstehe nicht, warum eine, die sich ständig ins Rampenlicht drängt, mit niemandem zusammen ist. Vermutlich, weil sie sich eben zu viel ins Rampenlicht drängt. Weil sie auf Cassia steht und Cassia nicht auf sie. Solche Mädchen gehen oft mit Idioten aus, die alles für sie machen. Aber hier haben die meisten Jungs Niveau, was vielleicht der Grund dafür ist, dass sie keinen abkriegt. Oder vielleicht, weil sie sich auf Castiel fixiert hat. Kann sein. Sie gähnte. Wir sollten schlafen, es ist spät und morgen ist Schule. Du siehst fertig aus, soll ich dir einen Kaffee machen? Ermüdet sich ihr Lieblingsleben so sehr? Ja, du hast recht. Wir krochen unter die Laken und ich fiel schon bald in einen tiefen Schlaf. Schade, du hast das Bild verpasst. Ja, wahrscheinlich das mit dem Pyjama. Voll gute Hoffnungen starten wir in den nächsten Tagen. Jetzt passiert irgendwas und die Episode ist zu Ende. Wetten? Nach der Reaktion, die ich an dem Abend im Krankenhaus bei Lysander gesehen hatte, erwartete ich schon, ihn von heute auf morgen wieder in der Schule erscheinen zu sehen. Aber die Tage vergingen und er tauchte nicht auf. Leigh verriet Rosa, dass Lysander gewisse Erinnerungen wiedererlangt hatte, ohne genau zu sagen, welche. Er sagte außerdem, dass sein Bruder aus dem Krankenhaus gekommen und aufs Land gefahren sei, um sich auf dem Bauernhof seiner Eltern zu erholen. Toll. Seitdem funktioniere ich nur noch. Ich weiß nicht einmal, ob ich die Wahrheit überhaupt noch erfahren will. Dass Lysander es nicht für nötig hielt, mich zu treffen oder auch nur anzurufen, ist sicher kein gutes Zeichen. Dennoch macht es mich glücklich zu wissen, dass er auf dem Land ist und in Ruhe genesen kann. Er schwebt nicht länger in Gefahr und das ist die Hauptsache. Der Schultag geht dem Ende entgegen und ich bin deprimiert. Ich muss nur noch im Kunstraum vorbeischauen, um meine Arbeit über den Farbkreis abzuholen, dann kann ich nach Hause. Ich frage mich, was Patrick mir sagen wird. Ich mag ihn nicht enttäuschen, wo er doch so geduldig mit uns ist. Oh, ich habe immer noch ein Pyjama an. Das geht gar nicht. Bin jetzt nicht gerade in Stimmung, irgendein krasses Outfit auszuwählen, also sorry. Das wäre jetzt irgendwie so nur so ein Gammel-Outfit. Scheiße, wie spät ist es eigentlich? Das sieht ja scheiße aus, was ich. Diese Schuhe, ne? Also. Ah, oh, fuck. Oh Mann, ich bin gerade echt nicht gut im Klamotten aussuchen. Das sind irgendwie voll meine Lieblingsschuhe geworden. Ich weiß nicht warum. So. Ja, gut genug. Noch irgendwie eine Kette oder so. Ja, reicht dann auch, ne?
Kunsttraum. Ah, Aimee, ich warte nur noch auf Sie. Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät. Kein Problem, hier ist Ihre Arbeit. Erreicht mir das Blatt. Ah, super, ich habe eine ausgezeichnete Note, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Doch, ich schon. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Das war ja auch krass schwierig, nicht? Aber etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Danke. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mich aufs Sofa zu legen. Ich bin irgendwie müde. Ich glaube, wir driften ab in eine Depression. Aber während ich gedankenverloren davon ging, sprach mich jemand zögernd an. Aimee? Für einen Moment setzte mein Herz aus. Oh, Lysander! Ich war so überwältigt, ihn zu sehen, dass ich keinen Ton rausbrachte. Kann ich dich kurz sprechen? Ich nickte zustimmend. Ich zitterte vom Scheitel bis zur Sohle. Es tut mir leid, Aimee, alles. Aber wovon redest du? Oh Gott, ich bin nicht eher zu dir gekommen, weil ich mich geschämt habe. Oh, Baby. Langsam nahm mein... Scheiße, wieso klicke ich immer alle Sachen weg? Das ist ja wohl voll schlimm, diese Episode. Oh, Mann, red keinen Unsinn. Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Dieser letzte Abend im Krankenhaus erinnert mich stark an unsere erste Begegnung. Dadurch fiel mir wieder ein, wie wichtig du mir warst. Nun brach ich endgültig in Tränen aus. Oh Gott, ich hab dir wehgetan. Er trat auf mich zu und nahm mein Gesicht in seine Hände. Oh, ich weiß nicht, wie ich dich je vergessen konnte. Die Sande. Was? Hä? Was denn ist... Wieso ist es... Oh. Du hast mir gefehlt. Moment, jetzt muss ich das Bild angucken. Oh, diesmal habe ich aber wirklich nichts geklickt, Leute. Unsere lange Liebeshistorie. Boah, gibt es schon viele Bilder. Oh, süß. Geht. Oh, was ist los mit dem Mund? Aber eigentlich ist das Bild ganz niedlich. Oh. Ich sollte dringend die langen Haare unter die Perücke machen. Naja, egal. Du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Oh Gott. Diese paar Tage, die ich auf dem Bauernhof verbracht habe, je mehr Erinnerungen zurückkamen, desto dringender wollte ich dich sehen. Oh. Ich werde alles in meiner Macht stehen tun, damit du mir verzeihen kannst. Das verspreche ich. Es gibt nichts zu verzeihen. Es war nicht deine Schuld. Es war halt echt nicht seine Schuld. Angefahren werden. Er schüttelte den Kopf. Ich begriff, dass er von allem sich selbst vergeben musste. Ich zog ihn etwas enger an mich. Ich wusste nicht mehr, wie lange wir so verharrten, eng umschlungen vor der Schule. Und jetzt sieht es irgendwer. Zum ersten Mal war es mir einerlei, ob man uns sehen konnte. Er war da und das war alles, was zählte. Oh, Episode beenden. Oh, ich bin doch noch glücklich. Oh, ich habe doch noch ein schönes Lysander-Ende gekriegt. Jetzt kann ich in Frieden auf die nächste Episode warten. Das war ein ziemlich guter Abschluss und ohne Cliffhanger so richtig, finde ich. Also, wow. Ich fühle mich zum ersten Mal so... Am Ende, also nicht zum ersten Mal, aber doch schon. Zum ersten Mal nach einer Episode fühle ich mich zufrieden und nicht so, als würde ich sagen, also ich bin natürlich trotzdem gespannt auf die nächste Episode, aber es ist nicht so, oh mein Gott, ich muss sofort wissen, wie es weitergeht. Ich fand die Episode ganz cool. Also muss ich sagen, das Ende hat es jetzt rumgerissen. Ohne das Ende so wäre ich sehr unzufrieden gewesen. Aber ja, das hat's doch. Ich bin zufrieden. Schreibt mir, wie ihr es fandet. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.